Nein. Das ist bestimmt die Anzeige. Weißt du, reicht es denn nicht, dass Dana nicht Maxi adoptieren darf? Müssen wir jetzt auch noch wegen Betrug drankommen? Mach doch erstmal auf, Tess. Der ist für Dana. Dann lesen wir erstmal, was die genau schreiben, bevor wir Dana mit verrückt machen. Keine Anzeige? Ja, doch. Aber wegen Falschparkens, das hat mit der Nagel und dem Jugendamt nichts zu tun. Oh. Zum Glück. Mhm. Dana ist nämlich schon genug durch den Wind. Also sie will überhaupt nicht darüber reden, über die Sache. Sie zieht sich zurück, sogar von Maxi. Dabei sind wir doch trotzdem eine Familie. So. Ich muss los. Hey, was ist mit Frühstück? Ich habe heute wirklich viel im Gestüt zu tun. Dana, warte mal, guck mal, hier ist ein ganz süßer Artikel über den Kölner Zoo. Da sind gerade ganz viele Jungtiere. Wollen wir da nicht mal hin, Maxi? Es wird ihm bestimmt gefallen. Ja, aber die nächsten Tage ist echt schlechtes Wetter gemeldet. So. Verstehst du jetzt, was ich meine? Männer. Ihr könnt auch in jeder Lebenslage essen, oder? Weißt du, manchmal frage ich mich wirklich, wer mit Dana zusammen ist. Du oder ich? Dana hat einen herben Rückschlag erlitten. Davon muss sie sich erstmal erholen. Es braucht Zeit. Da hilft's nichts, wenn du auf heile Familie und Zoobesuche machst. Doch, weil ich ihr damit zeigen kann, dass sie zu Maxi und mir gehört, auch ohne so einen dämlichen Wisch. Und Jessie, du hast Angst, dass sie nichts mehr von euch wissen will. Komm, das ist albern. Dana liebt Max mehr als alles andere auf der Welt, selbst wenn sie es wollte. Sie würde ihn nie vernachlässigen. Gib ihr Zeit. Sicher nicht. Ich kenne doch Dana. Wenn die mit ihren Depri-Gedanken erstmal allein ist, dann kommen ihr doch noch tausend Gründe, warum sie sich doch noch von Maxi fernhalten sollte. Als ob so ein blöder Wisch vom Jugendamt so viel zu bedeuten hat. Jessie, das hat er auch. Ihr habt diese offizielle Verpartnerung durchgezogen, damit Dana Max adoptieren kann. Natürlich leidet sie drunter, dass sie jetzt für Max nicht das sein kann, was sie sein will. Und was immer du vorhast, lass es. Warum? Weil ich gerade mit Schrecken daran denken muss, wie dein Plan aussah, Dana und mich eifersüchtig aufeinander zu machen. Wieso? Hat doch funktioniert. Ihr seid doch jetzt wieder zusammen. Und trotzdem. Dana muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass die Konstellation nun mal so bleibt, wie sie ist. Da hilft auch keine zwanghafte Familienzusammenführung. Du hast doch keine Ahnung. Das erreiche ich genau damit. Ein Adoptionsvertrag? Ja. Ohne so einen Vertrag fühlt sich Dana irgendwie nicht wie die richtige Mama 2. Und deswegen mache ich ihr selbst einen. Das ist wirklich sehr, sehr süß von dir. Aber ich fürchte, es geht Dana nicht um das Blatt Papier, sondern darum, was damit zusammenhängt. Danke, Biggie, aber so schlau war ich jetzt auch schon. Aber der Zug ist abgefahren. Dana darf Maxi nicht adoptieren. Trotzdem will ich nicht mit ansehen, wie sie sich immer weiter aus der Familie rauszieht. Ja, meinst du, das will sie wirklich? Vielleicht braucht sie einfach nur ein bisschen Zeit. Ja, wir haben die Zeit nicht. Wir brauchen unsere Mama 2. Na gut. Dann lass uns doch einfach mal überlegen, was in so einem Adoptionsvertrag drinstehen könnte. Geteiltes Sorgerecht heißt ja auch geteilte Pflichten. Mhm. Also schreib auf. Windeln wechseln. Schnuller wiederfinden. Kita-Einführung. Schultüte basteln. Moment, so schnell bin ich nicht. Joggen. Da, schreib auf. Dana muss einmal die Woche joggen gehen mit Maxi. Damit die beide ihre gute Figur halten. Klar. Und wir haben beide das Recht, mit Maxi das erste Bier zu trinken. Und die Schule natürlich. Was Maxi mal beruflich machen möchte, darf er sich aber schon noch selber aussuchen, oder? Er wird Arzt wie Ricky, was sonst? Uni ist noch ein wichtiger Punkt. Die darf nicht zu weit weg sein. Und Dana darf natürlich mitentscheiden. Oh. So. Damit ist dann also dein Schicksal besiegelt. Kleiner, joggender, biertrinkender Arzt. Na komm. Hey, Dana, ich bin's, Jessie. Ja, ich weiß, dass du ganz wenig Zeit hast, aber hättest du vielleicht trotzdem Zeit für eine kleine Pause im No Limit? Komm schon, du wirst es nicht bereuen. Okay, ciao. Da. Adoptionsvertrag. Ja.
Du kannst alles handschriftlich ändern. Am besten liest du es dir mal ganz in Ruhe durch. Biggi und ich, wir haben das alles so in Paragraphen eingeteilt. Und der erste Paragraph ist der wichtigste. Hiermit bestätigen wir zu gleichen Teilen für Maximilian Stiel verantwortlich zu sein. Neben dem geteilten Sorgerecht teilen wir das Recht auf durchgemachte Nächte, schmutzige Windeln, Maxis erste Schritte und sein erstes Wort. So, hier, Paragraph 2. Dana Wolf hat die Vollmacht, um Maxi im Ernstfall ins Krankenhaus zu bringen. Die Vollmacht wird in folgendem Umfang erteilt. Warte, hier, lies mal weiter. Behandelnde Ärzte werden gegenüber den Bevollmächtigten der Schweigepflicht entbunden. Paragraph 18. Der Vertrag ist nicht kündbar. Jesse, das ist so süß von dir, aber habt ihr euch entschieden, was ihr nehmt? Später vielleicht, danke. Also ehrlich gesagt, hätte ich irgendwie eine andere Reaktion erwartet. Ich weiß, es tut mir leid. Jetzt habe ich dir deine schöne Überraschung versaut. Dana, ich weiß auch, dass das jetzt keinen echten Adoptionsvertrag ersetzt, aber ich wollte dir zeigen, dass du Maxis Mama 2 bist und es auch immer sein wirst. Du, ich habe mir auch überlegt, dass ich jetzt mein Testament schreiben werde. Und wenn mir irgendwas zustößt, dann wird Maxi zu dir kommen. Für alles brauche ich eine Vollmacht. Für jeden Arztbesuch, für jeden Kita-Besuch, einfach für alles. Es fällt mir einfach so unheimlich schwer, mich damit abzufinden, weißt du. Tut mir leid. Es ist echt süß von dir. Entschuldige, Schatzi, jetzt bist du wach. Aber die Mama macht dir gleich einen schönen Apfelhirsebrei. Scheiße, vergessen. Wo kauft die Dana den denn immer? Weißt du was? Wir rufen sie jetzt einfach mal schnell an. Ist nämlich so gut, wenn wir sie interviewen. Vielleicht sollte ich Herrn Sommerfeld noch mal anrufen und ihm sagen, dass wir später kommen. Und dann fahren Sie mich bitte nach Hause, damit ich meine Ersatzbrille aufsetzen kann. Dann muss ich mir so schnell wie möglich eine neue Ersatzbrille besorgen. Wie lange das wohl dauert? Ich habe keine Erfahrung da drin. Mir ist ja noch nie meine Brille kaputt gegangen. In all den Jahren nicht. Und hoffentlich haben Sie auch noch das gleiche Gestell. Das, sowas ist ja der Mode unterworfen. Klappe. Ich will ja nicht meckern. Aber meine Brille ist kaputt gegangen, weil Sie nicht richtig aufgepasst haben. Da kann ich ja wohl wenigstens erwarten, dass Sie mich nicht auch noch anblaffen. Jetzt können Sie bitte einmal einfach die Klappe halten, wenigstens bis wir da sind. Stopp! Besser aufpassen müssen. Es tut mir so leid. Ich wollte eigentlich nur Dana anrufen. Herr Hellström wollte ja von Anfang an, dass ich fahre. Das hätte ich auch gemacht, aber dann ist meine Brille kaputt gegangen. Weil ich den Brei vergessen habe. Und dann muss ich den Wagen irgendwie losgelassen haben. Das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht die ganze Zeit auf Hellström eingeredet hätte. Und wenn Dana da gewesen wäre. Und ich wollte ja gar nicht mit ihm fahren. Wo ist er eigentlich? Herr Hellström? Das kann so nicht weitergehen. Nein, das kann es wirklich nicht. Herr Hellström, es ist alles in Ordnung. Hören Sie? Also, ich hätte mich vor den Wagen werfen sollen. Aber wenn mir jetzt was passiert wäre, dann
Was wehrt denn jetzt? Ich meine, ich habe noch nicht mal ein Testament gemacht. Testament? Dana hatte die ganze Zeit recht. Es bringt absolut überhaupt nichts, wenn es nicht offiziell ist. Warum kapiert die Nagel das nicht? Wer? Herr Hellström? Seid ihr wirklich in Ordnung? Ja, ist gut. Frau Nagel, entschuldigen Sie bitte, aber wir müssen ganz dringend reden. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe hier gerade ein kleines Problem. Klein? Kann ich Sie zurückrufen? Ja, vielen Dank, auf Wiederhören. Wie kommen Sie dazu, hier einfach unaufgefordert reinzuplatzen? Sie haben meinem Sohn die Mama 2 genommen. Frau Nagel, das geht so nicht. Frau Stiel. Ich hatte Frau Wolf bereits die Rechte zur Adoption bewilligt, bis ich herausfinden musste, dass Sie beide mich mutwillig getäuscht haben. Aber nur weil diese bescheuerten Gesetze uns dazu zwingen. Ja, es ist ja immer so einfach, die Verantwortung abzugeben. Sie haben mich beide zu Ihrer Hochzeit eingeladen und mir vorgespielt, dass Sie ein Paar sind. Auf weitere Lügen kann ich verzichten. Das Thema ist für mich beendet. Ja, für Sie vielleicht, aber für uns ja noch lange nicht. Wissen Sie, es gibt 1000 Regelungen, die besagen, wer ein Kind adoptieren darf oder nicht. Aber wissen Sie, wer nicht gefragt wird? Die Mutter. Dabei sollte die das ja wohl am besten wissen. Frau Stiel, wenn Sie jetzt nicht sofort gehen, dann rufe ich den Sicherheitsdienst. Sie hören mir jetzt zu, bis ich fertig bin. Sie vergeuden Ihre und meine Zeit. Bisher haben Sie mir nichts erzählt, was ich nicht bereits weiß. Also gehen Sie jetzt bitte. Und warum verstehen Sie das nicht? Mein kleiner Schatz hier, der braucht 2 Eltern. Und ich bin komplett aufgeschmissen ohne Dana. Dann erteilen Sie Frau Wolf Vollmachten. Das habe ich ja gemacht. Weil ich persönlich auf diesen ganzen Behördenkram scheiße, aber Dana nicht. Das reicht. Ich rufe jetzt den Sicherheitsdienst. Mein Sohn hat schon seinen Vater verloren. Aber Dana und ich, wir haben das hingekriegt. Weil wir uns ergänzen. Alles, was ich nicht kann, das schafft sie locker und umgekehrt. Und unsere Beziehung ist echt. Echt, da geht's eigentlich gar nicht mehr. Wissen Sie, wie viele Paare sich nicht lieben? Aber wir lieben uns. Wir haben vielleicht keinen Sex miteinander, aber es haben die meisten Ehepaare auch nicht mehr. Ich fordere Sie jetzt das letzte Mal dazu auf, zu gehen. Glauben Sie wirklich, dass 2 hetero Frauen wie wir, die eine Beziehung mit einem Mann wollen, einfach so zum Spaß heiraten? Dana liebt Maxi mehr als alles andere auf der Welt. Dana würde alles für Maxi tun. Für unseren Sohn. Und es ist nicht genau das, was eine Mutter ausmacht. Frau Nagel, ich bin chaotisch, kann nicht richtig lesen und schreiben. Aber Dana, die ist eine absolute Spitzenmama und kann selber keine Kinder kriegen. Und jetzt darf sie Maxi nicht adoptieren? Ja, verbinden Sie mich bitte mit dem Sicherheitsdienst. Ist das Ihr Kind? Süß. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass irgendjemand Ihnen sagt, dass Sie nicht mehr offiziell die Mama sind. Weil irgend so ein Scheißamt das so entschieden. Raus!